RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Mensch, Mensch, Mord. Irgendwie sind wir ja nicht in Transvestitien. Scheint mir auch so, mein Mister, aber egal. Sieht doch alles ganz einladend hier aus. Mann, Mann, Mann. Alter, was meinst du mit einladend? Manchmal frage ich mich, was du da siehst. Erstens ist hier grau in grau, Wolken ohne Ende. Zweitens total verregnet. Drittens kaum irgendwas zu sehen, nur Wald, 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 Wald. Ja, und Felder, noch mehr Felder. Und nach vorne auch eine Burg. Aber da kann ich durchaus nichts Positives erkennen. Außerdem sieht's fast so aus, als würde es gleich dunkel werden. Warte mal, ich nehme mal meine Spezialbrille ab und schau dann, wie das aussieht. Spezialbrille? Sieht eigentlich ganz genauso geil aus wie mit Brille. Alter, nimm mal deine rosa Brille ab, dann siehst du die Realität. Okay, okay, Mann, Lenny Penny, du siehst eindeutig alles viel zu dunkel. Wirklich, das ist auf Dauer absolutens nicht so gut. Lass uns erstmal nau da reingehen in die Burg. Eventuell gibt's da ja ein Restaurant oder sowas. Murat, du bist ein grenzenloser Optimist. Wir sind hier am Ende der Welt oder auch am Arsch der Welt. Keine Sau wohnt mehr in dem kleinen Dorf hier. Und du glaubst ausgerechnet, da oben gibt's eine Kneipe? Nee, das hat absolut nichts mit Optimismus zu tun. Da vorne am Burgeingang steht ein Schild, Kneipe steht drauf. Stimmt. Da hast du recht. Wow. Los, schnell rein. Eventuell wird's ja doch noch ein sehr genialer Abend. Auf geht's. So, nun sind wir drin. Das sieht ja recht gemütlich aus, ne? Alles, was seine Burg so hat. Der ganze Flair, wie damals bei den Ritter. Ich kenne nur die Ritter der Tafelschokolade. Hä? Die Ritter der Tafelschokolade? Was denn das schon wieder? Klingt irgendwie wie die neue Milka-Werbung. Du meinst sicher die Ritter der Kokosnussraspel. Ach, Lenny, ich bewundere dich jedes Mal wieder. Mensch, dass du so geile Schlüssel ziehst. Ich würde dich ja glatt Sherlock Lenny nennen, aber ich glaube, da bekommen wir wieder mal Ärger mit der Markenschutzfirma. Aber du wärst ja auch so ein klasse Detektiv wie der. Meinst du echt? Mr. Dr. Moat? Naja, um ehrlich zu sein, habe ich den Werbespot, egal. Hast voll recht, Moat, klasse. Vergleich ich Sherlock Holmes und du, ja, ihr könntet Brüder sein. Ja, aber hier in der Bude fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Ich fühle mich total beobachtet. Wie meinst du das denn, Lenny? Ich meine, wieso beobachtet? Schau mal die zwei links von uns. Die glotzen die ganze Zeit schon hierher. Und der Bartyp, genau als wenn er uns irgendwas tun wollte. Mann, ich habe ein übel schlechtes Gefühl. Und das täuscht mich meistens nie. Ja, ist schon komisch hier, alles so dunkel. Aber ich glaube, das ist normal in so einer Burg. Und das Ding heißt ja nicht umsonst Burgkeller, wa? Naja, ich schaue mir jetzt erstmal die Speisekarte an. Aber ich sag dir, wohl ist mir bei der Sache nicht. Hirschbraten mit Soße und Rotkohl. Als Getränk empfehlen wir Blutwein. Merkwürdig. Ist ja der Hammer. Ich lerne hier immer was dazu. Mensch, ich habe übrigens schon meins gefunden. Ungarischer Gulasch mit Blutwein. Ich dachte echt, dass du aus der Ungarn-Sache gelernt hast. Ich sag nur Hund und Katze. Und schau dir die Karte an. Immer irgendwas mit Blut im Angebot. Alter, das hier sind alles Vampire. Meinst du echt, Alter? Naja, ich meine, wir sind ja im Land der Vampire und so. Ganz genau, Alter. Irgendwas ist an der Story dran. Oh Mann, nun kommt sie auch noch auf uns zu, die Kellnerin. Meine Güte, scheiße Mord, wir sollten schnell die Fliege machen. Aber auf jeden Fall, Alter, ich scheiß mir hier gleich ein, oh Mann. Aber zur Tür kommen wir auch nicht mehr raus. Da kommt nämlich gerade eine Meute Vampire auf uns zu. Ich glaube, wir sollten uns erstmal unauffällig verhalten. Wenn ich schrei los, dann rennen wir los, okay? Raus. Okay, klasse Plan. Mann, Alter, mein Puls ist auf 190. Alter, fast genauso wie damals, als du mir Spaghetti auf einer Tellermine servieren wolltest. Was denn daran nun wieder schlimm? Mann, ich hatte keine Teller mehr, die waren alle in der Spüle. Und tja, im Keller hatte ich eben noch so eine liegen und die war doch sauber und alles. Mann, ich verstehe echt nicht deine Angst. Ja, scheiße, das Ding war aber noch scharf. Hättest uns fast in die Luft gesprengt. Was zählt, ist der Gedanke. Außerdem ist Teller, Mine, Teller, alles dasselbe. Außerdem zählt der olympische Gedanke, dabei sein ist alles. Hallo ihr beiden, ihr seid doch die beiden Gewinner der Obdachlosen-Lotterie. Ja. Irgendwie schon. Du Mord, ich glaube, das nimmt kein gutes Ende.
Das glaube ich auch, Alter. Ich sag gleich los und dann rennen wir raus, okay? Aber wir müssen noch einen Moment warten. Lenk die noch mal ein bisschen ab, Lenny. Jawohl, wir sind das. Die Gewinner der Obdachlosenlotterie. Wir haben schon gewartet und wir freuten uns schon auf euch und haben uns vorbereitet. Wie gewartet? Aber naja, okay. Bitte nicht aussagen, bitte nicht aussaugen. Bitte, ich will noch nicht sterben. Ach scheiße, Lenny, du hast alles versaut. Ich hau hier ab. Tschüss, Bahn frei. Stopp, nicht weglaufen. Ihre Reisefirma hat uns Bescheid gegeben, dass sie, wenn sie hier ankommen, ein Essen umsonst bekommen, plus Übernachtung und einen Rundgang durch die Burg. Puh. Wenn das so ist, Mann, ihr könnt einen eine Angst einjagen. Ich dachte schon, sie sind Vampire. Vampire? So ein Quatsch. Gibt es doch gar nicht. Nur weil wir in Transsilvanien sind. Immer diese Touristen. Naja, unter uns? Ich glaube ja an sowas nicht. Ich weiß auch nicht, wie Mohat immer auf solche Ideen kommt. Vampire. Ist ja lachhaft. Tja, und was machen wir nun mit Ihrem Freund? Ha, der wird sicher irgendwann wiederkommen. Ich meine, schnell ist er ja. Und da es hier keine Vampire gibt, würde er sicher früher oder später wiederkommen. Das glaube ich auch, aber spätestens, wenn er den Werwölfen draußen begegnet, wird er umdrehen und zurückkommen. Immer diese komischen Menschen. Nee. Was? Wann? Wer? Wölfe? Oh, na gut, dann warte ich jetzt hier, dann kommt er gleich. Ein Bier? Wenn, dann aber direkt einen ganzen Kasten.